Hallo und herzlich willkommen bei GTA Online in einer neuen Session. Und in einer neuen Session haben wir auch ein neues Gesicht dabei. Hallo, Debitor! Hallo zusammen. Na, du alte Fleutsche, was machst du hier? Ja, ich wollte mal ein bisschen mit euch rumdüsen, aber mich verfolgen gerade schon die Bullen. Geht schon gut ab hier. Also ist er der Debitor? RL meinst du? Ja, seitdem er letztens die Bank ausgeraubt hat, das war nicht sein Tag. Guter Start heute. Heute ist auch nicht mein Tag, ey. Heute ist ein beschissener Montag einfach. Ach, hör auf, ey. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und da ist so viel schief gelaufen, das ist echt ein Trauerspiel. Aber das ist ein anderes Thema. Heute freuen wir uns dafür, dass der Peter da ist, der Debitor. Hier im Spiel dabei, hier mit uns unterwegs, macht ein bisschen Rowdy-Action. Und natürlich sind auch wieder dabei der Benny. Benny? Hi. Der war auch schon bei Penny heute Morgen. Benny? Ja, Dennis. Warst du schon bei Penny heute? Ja, und der Dennis ist natürlich auch am Start, wie man hören konnte. Und der Tobi ist hier auch am Stissel. Issel, mein Issel. Tobi G-Star. Habt ihr Geld verloren? Habt ihr Geld verloren? Wegen die Cheater sind noch ausgeschmissen worden. Nee, ich hatte aber kein ercheatetes Geld. Nur legal gekauft. Alter. Zum Glück. Warum haben wir 2 Sterne, Tobi? Was haben wir gemacht? Also ich bin Warum habe ich 3 Sterne? Ich hab keine Ahnung, ich fahr weg. Also kurz zur Erklärung, Rockstar Games hat einen Patch rausgehauen, 1.09, und zwar der hat alle Cheater gekickt. Deswegen gab es auch einen Tag Wartungsarbeiten, da konnte man das Spiel gar nicht spielen online. Aber das hat sich ja jetzt alles wunderbar eingerenkt und funktioniert. Ja, aber die Sachen, die man gekauft hat, mit dem Geld, die hat man behalten. Also wer sich alles davon gekauft hat, war eigentlich relativ clever. Ach du Scheiße, warum haben wir denn nicht alles gekauft, was gibt? Ich dachte, die wurden aussortiert. Nee. Das Geld ist weg. Spieler, weißt du? Ja, aber echt mal. Man merkt es immer wieder, man gerät ins Hintertreffen, wenn man so eine ehrliche Haut ist. Man darf einfach nicht ehrlich sein. So eine ehrliche Haut lahn. Das ist so die Finanzanträge. Ja, Debitor, ich überfahr dich, du Wichser. Ich bin ab dir sofort ehrlich. Nicht. Hau ab, Junge. Oh, spielt ja schon gemeinsam. Ich fahre noch alleine rum. Ich fahre hier in diesem Holzfällerwagen rum. Oh. Ich verfolg dich mal. So, was habt ihr denn für heute geplant, liebe Freunde? Oh. Warte mal hinten rein. Ist das okay? Ja, ist komplett okay. Ich probiere gerade mal was. Und dann, ich hätte für heute eine Mission. Ich weiß mal noch nicht genau, wie ich die Jobs manuell starten kann. Vielleicht kann mir da jemand von euch mal helfen. Auf Start. Erklär mir das gleich. Ich will gerade eben noch mal was probieren. Ich will gerade eben noch mal was probieren für eine spätere Folge oder vielleicht für diese Folge noch. Ich weiß es nicht. Nein. Doch. Ja. Debitor, du darfst den Walle auch mit Haftbomben und so wegsprengen, weil der ist nämlich ganz fies. Immer im Hinterhalt knallt einen ab und so. Das macht er wirklich. Der ist richtig. Genau. Der Dennis ist immer der Liebe. Ach, der Dennis. Die Heideltraum macht niemals. Die Heideltraum ist der Schlimmste von uns allen. Lass dir das gesagt sein, Peter. Falls du irgendwie ein paar Folgen schon gesehen hast, dann weißt du Bescheid. Debitor ist gestorben. Was ist da passiert? Der Kopf ist einfach weggespawnt gerade. Ich hab den gerammt, der war weg. Ja, mein Kopf ist auch weggespawnt, da war ich tot. Verdammt. Shit passiert. Oh, Scheiße, wieso geht denn das nicht happens. Mehr? Was geht nicht mehr, Gregor? Erzähl doch mal, was du machen willst. Wir fahren mal alle auf den Autos, bitte. Alter, voller von dich dann quatschen. Ich probier grad so einen Mega-Jump zu machen. Mit dem Fahrrad, mit dem Scorcher kann man so einen Mega-Jump machen. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Das will nicht bei mir, oder ich bin so doof. Wir fahren mal zu den Autos, bitte alle. Und ich bin ja beinahe tot, ey, weil die ganzen Cops hinter uns her sind. Sag's mir, ich helf dir. Und mein Reifen ist geplatzt, weil ich... Hab ich das Ding umgebracht. Hier sind nur Cops. Okay, was steht denn heute als Dings an? Lass uns da darum mal kümmern kurz. Okay, pass auf. Ich gehe gleich mal in die Jobliste und dann guck ich mal... Ich hol mal erstmal ein vernünftiges Auto. Erzähl doch mal, was du vorhast. Ja, wir haben als Mission zum Beispiel noch das, wie heißt denn hier nochmal, Zeppelin-Rennen. Hat man noch, ne? Das wollten wir noch machen. Genau, Zeppelin-Rennen wäre doch mal eine lustige Nummer, finde ich. Sind gerade alle voll abgelenkt. Was macht ihr da gerade? Macht ihr gerade wieder Massenkill? Nee. Warte, Tobi. Und natürlich sind Curry und so alle auch am Start. Und 6 Tobi, rückwärts, Tobi, rückwärts, warte. Auf dem Server mal wieder. In der nächsten Folge Tobi und Dennis auf dem eigenen Teams. Dennis, was machst du da wieder? Der Tobi hat mitgeholfen. Stimmt gar nicht, ich habe nicht einen getötet. Oh, ich auch nicht. So. Okay. Ein Auto. Oh, Entschuldigung, Benni. Wann ist das Auto schon gefunden? Ey, mein schöner Holzfällerwagen. Ich glaube, ein Feuerwehrwagen. Oh nein, nicht schon. Feuerwehrwagen, Action. Wer ist denn heute dabei? Tobi hat sein Auto aufgetunt. Wer ist denn Blackfighter? Sag mal, was macht denn auf dem Crew-Server? Das ist kein Crew-Server. Das ist der Crew-Server plus andere Crews. Ach so, damit wir ein bisschen rumcruisen können. Ich war grad verwirrt. Rumcruisen? Tom Cruisen. Oh nee, jetzt kommen die Bullen, scheiße.
So, ich komme aber euch vorbei, dann guck ich mal in den Job, obwohl dann werde ich auch bestimmt umgebracht. Da schiebt er mich schon wieder an, Eddie Vitor. Das ist doch unglaublich. Patsch, Patsch, du kostest das Leben von Passanten. Boah, wir waren jetzt so langsam, da wollte ich mal helfen. Boah. Das ist keine Gay Edition Peter. Dennis? Ja. Dennis? Der Debitor hat heute Feuertaufe, ne? Warum? Ja. Was? Weil er frisch dabei ist. Das heißt, das heißt, Auto an, das heißt du darfst. Ach, Feuertaufe. Das freiwild. So. Okay, Moment. Tobi, fang mal zur Ammunition. Ja. Warte mal, mir fehlt da eine bestimmte Waffe. Tobi, mir fehlt da eine bestimmte Waffe. Weißt du, welche ich meine? Steig mal kurz aus und lass dich kurz von dem... Steig mal kurz aus. Steig mal kurz aus, lass dich mal umbringen. Nö. Alter. Was ist hier los? Nee, die Panzerfaust habe ich nicht. Ich meine, diese Paket, die Päckchen hier, die immer so schön eingepackt sind. Ach, ja, die Kaugummis. Genau, die leuchten immer so schön, wenn man die isst. Guck mal, er spritzt die. Ich bespritze die Cops gerade. In meinem Gartenschlauch. Ja, geil, und mich beballern die. Seht ihr dann auch im nächsten Super-Homie-Videos wieder, weil das sind echt. Die Alchemisten, ne? Oh, du bist das. Naja, du wolltest nur unbedingt die Helle reinrammen, ich weiß es genau. Ja, Super-Homies war jetzt Let's Eat am Start. Ich wollte dich als Sprungschanze benutzen eigentlich. Ach so, nee, mit dem dicken alle, Kasten? Ne? Ist ja eine super Idee. Ja, war eine scheiß Idee. Debitor ist gestorben, schon das vierte Mal oder dritte Mal in dieser Folge. Was machst du? Ja, neuer Rekord, oder? Meine Hure geht gar nicht mehr. So, Debitor ist gestorben. Echt, der Name Debitor war noch frei bei Xbox, ist ja unfassbar. Ja, der war ja weit vor dem Let's Play schon da. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Wie bist du denn auf deinen Namen gekommen, Debitor? Oh, diese Frage. Das war jetzt mal gewieft. Ja, das war gut, ne? Schau mal, ja. Ja, erzähl doch. Der von der Rechnung. So, weil früher war es immer super schwer, Namen zu finden. Und dann dachte ich, auf der Rechnung steht Debitor. Ich muss den Debitor kurz lauter machen, dabei bin ich gestorben gerade. Sorry. So, ja, ich fahre einfach beenden. Ich hoffe, jetzt erschießt mich keiner. Ich gehe mal ganz kurz. Okay, Dennis, wie kann ich mit den Jobs gucken, dass ich manuell einen aussuche? Du Jobs? Gehst auf Start und dann gehst du auf Online-Jobs, Beiträge, Job-Posten. Also wenn du dir einen Blowjob aussuchst. Genau, Job-Posten und dann von Rockstar erstellt oder verifiziert. Achso, okay, warte. Aus. Von Rockstar erstellt? Ich will aber gar keine von Rockstar erstellt oder verifizierten. Ich will einfach so. Hat der Grund so heimlich gefragt, weißt du? Meinst du jetzt selber welche erstellen oder was? Der weiß das eigentlich, der Grund. Warte, ich hab schon. Blim Sandbox, mal gucken. Ich guck mal ganz kurz durch. Ich hab mir schon so ein paar runtergeladen. Ich mach das Krankenhaus, hab ich hier noch. Ach, du meinst User. Ja, ich bin dabei. User Generated Content. Und es wäre eigentlich auch geil, wenn ihr zum Beispiel, ja, eine Map mal mit User, die können ja auch uns Maps eigentlich zur Verfügung stellen, ne? Ohne Witz, der Tobi und ich, wir haben letztens einen super geilen Job gehabt und dann mussten wir in so ein Parkhaus rein. In dem Parkhaus also stand Blow alles, oder was? Warte mal ab. In dem Parkhaus standen alles Autos, die man wegspringen musste und das andere Team musste das Parkhaus halt verteidigen. Das war super geil. Also finde ich auch nice, aber es geht ja theoretisch, dass auch unsere Zuschauer uns theoretisch Aufgaben stellen könnten mit diesen. Mit diesem Level-Editor, dem Job-System. Wir spielen halt auf der Xbox 360, das muss man dabei bedenken schon. Und wenn gibt es ja noch keine PC-Version. Wir haben es irgendwie für die Xbox 360 entschieden. Wegen, warum eigentlich? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Die PS3 ist halt genau das gleiche in grün eigentlich so. Aber wer sich also, den Job, also wer einen coolen Job erstellt und der ist beliebt, der kann den hochvoten im Rockstar Social Club. Und dann wird er dann im Spiel selber nochmal angeboten. Ja, aber theoretisch überlege gerade, wie man das am besten machen kann, dass die Zuschauer uns die Jobs übermitteln. Kann man die irgendwie benennen? Ja, ja, du kannst den Namen geben. Zum Beispiel Walle fährt gerne Auto. Übrigens. Guck mal ganz kurz, haben alle eine Einladung bekommen? Kann man die mit unseren Namen einfach branden. Ja, du kannst den einfach. Ja, ich habe auch schon einen Job erstellt. Da kannst du einfach einen Namen erstellen dann. Ja, da kann man auch die Namen reinpacken, einfach von den Dings. Ja. Gibt man einen Kartennamen und dann bombt man da noch unsere Namen vielleicht rein. Oh nein, das ist nur so eine 2-8 Spielermission. Den sollen wir uns mal anschauen. Warum? Walle, du hast mich angenommen, ne? Ich wusste gar nicht. Ich würde den Laser Gucken dann vielleicht mal oder den Debitor rausschmeißen. Nein, verfügbar. Ich war auch nicht mehr verfügbar. Ach, ja, dann müsst ihr einen rauskicken. Wie kann ich jetzt einen rauskicken? Oh. Komm, hau einfach. Achso, du gehst auf. Muss man nicht einmal noch weiter drücken? Ich glaube, einmal musst du noch weiter drücken. Und dann kannst du da das einstellen. Soweit ich kann auch sein, dass es falsch ist. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich glaube, einmal weiter drücken. Da muss ich leider mal den Lasergurke raushauen, oder? Ja, das tut mir zwar im Herzen weh, aber da tut mir leid, lieber Lasergurke. Aber Laser-Gurke. Der Film passiert der Gronkh nächstes Mal die Gurke. Von Laser. Ich muss leider irgendwie versuchen, den Walle reinzukriegen. Jetzt mal sehen, ich hoffe, da joint jetzt keiner. Der Bendy muss auch noch rein.
Ah, Crazy Trigger, jetzt joinen wieder irgendwelche Penner joinen jetzt nach. Entschuldigung, Crazy Trigger, aber dann mach das doch einfach so, dass du nochmal rausgehst, nochmal rein. Das geht wahrscheinlich schneller, als wenn wir alle rauskicken. Ja, das ist ein bisschen ätzend. Und da müssen wir uns einfach beeilen, alle zusammen, dann zack, hier zum Job. Was ist denn Blimp Sandbox? Was ist denn das? Das ist okay, angeblich dieses Zeppelin-Rennen. Wohl, okay, ist aber irgendwie ein Deathmatch. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist jetzt. 86% Wertung hat es. Warte mal, jetzt gehen die alle raus. Nein, da war wirklich ein Deathmatch. Ja, ich hab das gerade abgebrochen. Ja, jetzt war einer von uns raus, die sind gerade alle raus. Wir hätten jetzt alle einladen können. Also ich kann ihn nochmal neu anlegen, natürlich. Wo ist der Benny denn eigentlich? Alter, hier ist irgendein Kürbis, der fährt mit meiner Karre. Der fährt meine Karre Schrott, wie es aussieht. Bong. Oh. Warte, ich mach schon mal mein Telefon auf. Sobald der Job da ist, geh ich. So, Heidel, Peter, willkommen in der Crew. Oh nein! Fahren wir jetzt die Bullen um? Nee. Wieder gerade verprügelt. Warte, oh. Fahren wir eine Runde mit dem Kürbisaal. Zwei Schläge, Alter. Alter! Lasergurke, was willst du? So. Warte, ich habe noch eine abgebrochene Flasche. Ah, ne, habe ich nicht mehr. Schade. So, ich probiere nochmal ganz kurz. Doch, zack. Wohl. Seid ihr alle startklar soweit? Ja, ich bin zwar vom Kopf gesucht jetzt leider, aber ich bin startklar. Ich gebe dann die Kohle aus. Okay. Gib da die Kunde. Cola, lecker gerade getrunken an meiner wunderbaren Cola, meinem kalten Getränk. Boah, du Sau, ich hab leider keine da. So, ich mach Deathmatch normal, ich mach Tageszeit ruhig auf schön und morgens und so. Dann mach ich Waffen, mach ich nicht im Besitz, sondern ich nehm Feste und Aufnehmbar. Ja, sehr gut, finde ich das. Da haben wir nämlich endlich mal eine Chance. Genau deswegen. Gegen diese High Roller. So, und jetzt mach ich mal ganz kurz, ich müsste euch mal alle zu den Freunden zufügen, das wäre wesentlich einfacher. Jetzt mach ich die Spieler so mal ganz kurz geschlossen. So, und dann mach ich mal ganz kurz Mitglieder einladen. Seid ihr alle startklar? Jo, alle. Okay, also. Ich bin schon in der Jobliste. Go! Einladung ist raus. Komm. Ich bin drin. Mach Papa glücklich. Kommt alle rein. Ich komme. Ja. Ey. Alter. Ding nicht. Kommt alle rein. Play Massive, tritt bei. Ja, Mann, ich bin drin. Jetzt fehlt nur noch der Benny fehlt noch. Benny, bist du da bei Penny? Benny ist reingekommen. Ich hab's auch sofort gedrückt, aber. Ging nicht. Mann, das ist. Nee, dann ist er drin. Hau die Lasergurke. Wir können ja jeden mal rauswerfen. Lasergurke Alex. Dann machen wir das Blöde, pass auf, ich mach das jetzt mal. Das Blöde ist, dann joint wieder irgend so ein Knecht nach, weißt du? Hast du den aufgeschlossen? Boah, sorry, lieber Lasergurke, dass du mir echt leid, dass ich dich jetzt zweimal rauswerfe. Lasergurke Alex ist halt netter, Du bist ein super Typ, aber du bist einfach zu gut für uns. Das ist das Problem. 121, auseinander. Sorry, Alex. Der ist 112 Level, als ich. Ja, wenn ich bin nicht mehr der vom kleinsten Level. Oh, so. Okay, Alchemisten, leg los. Ich drück die ganze Zeit, also der wird nicht wieder geöffnet bei mir. Kannst du den nachjoinen? Kannst du den über Xbox Live, geht das? Dem was? Jetzt tritt Currywurst bei. Verbindung fehlgeschlagen. Was mache ich denn nur? Jemanden rauswerfen. Ja, aber wie? Ich bin gerade komplett rausgeflogen jetzt bei dem Verbindungsversuch. Komplett aus GTA? Ja, sieht so aus. Ach du Scheiße. Komm, dann lass uns schnell eine Runde spielen. Ja, mach okay. Flott. Benni, ist das okay? Bist du nicht böse? Ja, zeigen wir hier wieder die ganze Zeit nur Bildschirm. Dann rasten die Leute wieder aus. Ich hoffe, der Alex ist ja nicht böse, dass der Currywurst jetzt statt ihm spielt. Also lieber Lasergurke Alex, du bist ein super Typ. Nimm dir das nicht zu Herzen. Ja, das hat er jetzt verstanden. Jetzt mach mal weiter. So, jetzt, ich wollte noch mal ein paar nette Worte einfach. Wir sind hier immer so böse bei dem Let's Play, weißt du? Ihr kleinen Wichser. Du Arschloch, mein ich. Start das Spiel. Echt, du Vollhorst, echt. Du Gurkenglas. So. Gleich stecke ich dir wieder so eine Karotte wie aus dem Let's Eat im Mund, Alter. Ja, davon habe ich heute einen. Die hast du in den Mund gesteckt? Das hat mich sehr... Nur bei dir! Komm, Alter. So, ich bin bereit. Nee, die hätte ich sogar im Mund gesteckt, weil die schmeckt bestimmt köstlich. Hör auf! Bestimmt lecker. Ich hätte kein Video davon gemacht. Ganz ehrlich, die bestimmt so zerschnitten, gebraten und so. Ich will jetzt gar keine Doppeldeutigkeit anspielen, nee, sondern du diese Karotte wäre bestimmt köstlich gewesen. Der Dennis hat es nicht so mit Obst und Gemüse. Nee. So. Gurken verwende ich immer anders. Also. Boah, ich hätte beinahe den Fehler begangen und auf Play Massive gewettet. Blimp Sandbox. Oh, guck mal, okay, jetzt. Hier sind überall. Ah, geil, ab in den Zeppelin. Ich schnapp mir gleich mal einen. Gibt's eigentlich nur für die Vorbesteller der Collector's Edition oder Special Edition im Singleplayer? Alter, was ist denn hier los? Warte, wir müssen jetzt in den Zeppelin rein. Boah, wer schießt denn da jetzt noch? Ich hab den Tobi nicht erschossen. Guck mal, die schießen hier so Zeppelin. Das gibt's doch nicht. Wie konntest du das überleben, du Schweinepriester? Oh, man kommt hier nicht rein. Ach, man hat hier wirklich nur die Knarre am Anfang. Ich verstehe. Muss man die Kommt man da nicht rein?
Da oben fliegt Alter. Der Gronkh! Tschüss. Da oben fliegt der Gronkh! Tschüss. Kann man den nicht... Nein, nicht schießen! Kann man den Zeppelin kaputt schießen? Ich hab einen Granatwerfer, warte. Ja, mach Alter. Mal durch! Nein! Wo ist er denn? Debitor, ich bin ganz weit oben, du kriegst mich nicht mehr! Ihr müsst jetzt hochfliegen, um mich zu töten, ihr kleinen Spasti! Ja, geil, ich hab auch einen. So! Okay, rein da. Aber man kann die Cargo-Bobs nicht nehmen, oder? Doch. Doch, mich hat gerade einer auch mit dem Helikopter ist hinter mir. Curry nicht schießen! Alter, Currywurst 4-0 oder was? Ich hab den Curry nullmal umgebracht, weil ich so ein lieber Kerl bin. Das liegt nicht an meinen mangelnden Skills. Ey, wie kann ich da einsteigen in den Laden? Einfach Y. Rein? Geht weißt gar du doch. Nicht. Ja, mach ich. Ich drück mir ein Y mehr. Ist vielleicht nicht auf der falschen Seite? Jawohl. Nee, ey, das klappt nicht. Alter, jetzt verpasst die ganze Action da unten, oder was? Aber dafür fliege ich ja cool mit dem Atomschiff rum. Alter, ich kann nicht in das Atomschiff einsteigen. Nein, was ist denn da nur los? Das backt rum oder so. Mann, toll. Bin ich denn der Einzige, der hier fliegen kann? Nein. Nee, ich hab auch meine Mad Flying Skills. Ich wollte gerade auf den Boden treten. Tobi, ja, da kommt der Zweite. Der kommt da mit dem Helikopter. Alter, da kommst du mal. Jetzt mal ganz kurz, Dennis. Kommst du in das Luftschiff rein? Schieß dich jetzt mal nicht ab. Ich bin drin. Tobi? Warum kommst du da rein und ich nicht? Da ist ein Helikopter. Was macht der Helikopter da? Ich stand direkt davor und bin da reingegangen. Wo denn? Da unten ist der Helikopter. Ich hoffe, der will uns nichts Böses. Das hoffe ich auch. Da oben ist der Gronkh. Ein scheiß Atomic Luftschiff, du Bastard! Nein, Selbstmord. Selbstmord, cool, Selbstmord ist immer richtig smooth. Boah, ey, so. Die hat schon gemacht. Der Debitor, ihr müsst mal zählen, wie oft der in der Aufnahme hier gestorben ist. Wer ist das davon? Ist das der Gronkh hier? Einmal. Ja, das ist nein, ist er nicht. Was machst du, Tobi? Mach einen Abflug. Mach ich. Mit so einem Zöpfchen. Mit einem Zöpfchen, ey. Da hinten ist Sarah, guck mal. Hallo Dennis! Hallo Wolf! Ich scheiß auf dich, Junge! Ich scheiß auf dich! Boah, ich muss hier weg! Ich scheiß auf dich! Du Sieg! Geil! Wie geil ist das denn? Ich kann ihn natürlich nicht schießen, das ist ein bisschen blöd. Tobi, du kleiner Drecksack, ich hasse dich! Boah, wir können uns anrammen. Oh, geil. Können jetzt natürlich den Heidi unten abholen und dann probieren. Also was mache ich ja nicht. Nee, dich dann einladen mit mir zu kämpfen und dann schießt du mich eh hinterrücks. Boah. Warte mal, ich probiere mal es aus. Ach du Scheiße. Alter, ach du Scheiße. Sag mal, Debitor, Alter, seid ihr bescheuert? Wir sterben alle. Ja, wir müssen aber alle. Nein. Boah, ich bin entkommen, Nein, ich bin nicht entkommen. Wie geil war das denn? Wie bist du denn da gestürzt? Der Debitor geht voll ab, was ist los mit dem? Boah, voll abgeschmiert gerade. Oh, wir gehen ja langsam die Optionen aus, so flugtechnisch. Ja, man kann überhaupt nicht angreifen, das ist total strange. Schade, dass hier nichts mehr spawnt. Also du kannst echt... Warum mit deinem Ballon? mit dem Luftschiff am Kuscheln hier. Komm, ich rote dieses verkackte Luftschiff weg hier. Nein! Ja! Ja, Mann! Geil, Konfetti! Ja! Du hast Tobi NATO ausgelöscht. Was macht die Currywurst denn hier? Der Currywurst hat auch gerade Probleme, wie es aussieht. Oh fuck. Also Mist, ich hätte doch. Oh nein! Boah, aber ich dachte, die will mich rasieren. Ey, wer schießt denn da tatsächlich? Will die mich rasieren? Der Currywurst, der alte Scharlatan. Boah, Alter, hör auf mich abzuschießen. Ich hab noch gar keine Flugdinge. Auf die Nase, Debbie. Tobi, hör auf damit. Achtung. Ich mach doch gar nichts. Das war mein Heckmotor. Dennis schießt dich Punkte, ab. Dennis? Alter, das gibt's doch nicht. Ja! Ich komm hier gar nicht mehr hoch mit dem Heli. Dennis? Ja, nimm mich mit, spielst du eigentlich Tennis? Nimm mich mit! Mit Benny bei Benny immer. Alter. Ja. Boah, Alter, 616, seid ihr bescheuert, aber, Alter! Aber das macht Laune in der Luft. Ja, Mann! Debitor! Verdammt! Der hat sich gerade bei mir auf den Kopf gesetzt, der Debitor. Ich hab's gesehen. Drei Punkte wieder weg, ey. Oh, da oben auch noch ein Luftduell zwischen Gronkh und... Ah, ich kann sie sehen. Was für ein Luftduell? Ich weiß von nichts. Spring raus hier. Oh, aua. Headshot. Ich lebe noch. Aua. Dreh mich mal einfach im Kreis. Oh. Ich hab den Helikopter auf der Tribüne gelandet. Mach das erstmal als Challenge. Oh. Boah, scheiße, mein Helikopter ist eh schon so kaputt. Oh, sehr gut. Jetzt kommt mir die Babytor, ne? Der hat's auch nicht abgesehen heute. Der Babytor? Der Babytor. Alter! Der Babynator. Der Babytor ist auch geil. Ey, Heidesrau, du Arsch. Den Babytor hab ich noch nicht. Hätte ich gewusst, dass ich scheiße, ich brenne. Babytor hat einen Aim an. Ja, der hat jemand an. Curry, hör auf mich zu jagen! Ich brenne doch schon vor Leidenschaft. Der zielt von alleine hier. Was weiß ich. So, warte mal.
Doppelte RP für das Erledigen von Heideltraut. Das habe ich den Programmierern gesagt, dass sie das einbauen sollen. Ja! Alter. Was? Hat der Heideltraut den noch bekommen, den Tobi? Ja, ich habe nicht einen einzigen getötet, weil ich nur rumgeflogen bin die ganze Zeit. Geld, ich habe nur den Tobi im Flug bestiegen mit seinem Zeppelin. Das mag der aber auch. Oh ja. Du kannst einen kleinen Helikopter zeugen. Ich bin für eine Wiederholung. In der nächsten Folge. Ist geile Mission, ne? Auch wenn ich letzter bin, aber es hat sich trotzdem gelohnt. War lustig trotzdem, ne? War witzig, fand ich auch. Guck mal, wie viel Knete es gebraucht hat. Boah, 27.000. Alter, machen wir nochmal. In der nächsten Episode geht's weiter, liebe Freunde. Ciao! Mit Pau! Tschüss! Bye, bye!